Tag, heute ist Montag, der 4. Januar 2016 und es ist Montag, mein Lieblingstag, wieder mal und der erste in diesem Jahr und ich habe noch gar nichts geschafft. Ich habe noch nicht mal aufgenommen, es ist jetzt 15 Uhr, hier ist ja mein Handy, warum guckt er nicht darauf? 15.44 Uhr ganz genau und ich habe noch nichts aufgenommen, es ist ein Trauerspiel, Herr Scheider. Herr Scheider ist nämlich da, der Jens. Mahlzeit! Das ist unscharf, aber das hat nun mal keinen Autofokus, ne? Ja, macht ja nicht. Aber es ist ein Trauerspiel. Habe ich frei, ist mit mir nichts anzufangen. Es sei dir auch mal ein wenig Müßiggang genehmigt. Ja, aber wenn ich noch gar nichts aufgenommen habe, ist auch scheiße. Kommt ja auch kein Video zustande, wenn ich nichts aufnehme. Ja, wir können ja immer noch was aufnehmen. Lass mich doch erstmal wie so ein alten Mann hier durch die Gegend verlangen. Fühle mich auch schon ganz alt. Hast du dich verletzt? Ich habe mich nicht verletzt. Ich möchte das nicht in die Kamera sagen, was mir ist. Ich habe was Schlechtes gegessen. So. So. Na, oh, nee. Oh, ist er nicht süß. Klebt da eben wieder mein Whiteboard. Eine Autogrammkarte ran. Hast du das schon unterzeichnet da? Nein, ich hab noch nicht. Okay. Mach's aber noch, bitte. Ja. Mit persönlicher Widmung. Ja. Mario ist mein Name übrigens. So, ich mach jetzt erstmal Stopp. Wir müssen jetzt mal nicht hier besprechen. Da hätte er sich doch gar nicht so gemacht. Der Onkel. Ja, wo soll sie denn sonst loswerden? Wo? Ja, ja, das ist cool, das ist komisch. Du hast gesagt, ich soll dich so nennen. Mal bauen die Rest ab. Kannst du bemerken? Also, was mir nämlich im Weg stand, dass ich die Mütze nicht aus meinem Rucksack geholt habe, gestern aufgesetzt habe, ist, dass ich diese komische Mütze habe, die hier hinten immer so runterhängt. Ne? Erinnerst du dich dran, habe ich schon ab und zu mal getragen? Den Kopfsack. Den Kopfsack, genau. Wir nennen es ruhig Kopfsack. Den Kopfsack. So, die kann ich aber schlecht aufsetzen, wenn ich mich danach nicht kurz im Spiegel betrachte, ob ich die richtig aufsetze. Besonders wenn meine Haarstoppeln ein bisschen länger sind. Ja, ich verstehe das schon. Ne, das bleibt überhängen und so. Im Alter wird man eitel und lässt sich lieber den Kopf weg. Genau, mir stand nämlich meine Eitelkeit im Weg. Okay. Weil auch bescheuert im Nachhinein ist, und wenn ich drüber sehe, also sehe ich der ein, wie bescheuert es ist, weil war dunkel. Kein Mensch unterwegs, weil es war kalt draußen. Ja. Ich hätte es einfach überziehen sollen, und wenn es ausgesehen hätte, als wenn ein Kondom aufhabe, dann wäre egal gewesen. Völlig egal. Du bist nur nach Hause gegangen. Ja, eben. Und es war sehr kalt. Das war gut so. Ja, vielleicht. Ja, also, hoffen wir mal, dass der Lerneffekt eingetreten ist. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich habe ich draus gelernt beim nächsten Mal. So. Ja. Das pinke Jahr. Das pinke Jahr. Jens, siehst du hier was auf dem Parkplatz vom Rathaus? Außer meinen weißen Kombo nix. Wenn gleich Plonk macht, dann bin ich über diese komischen Stangen gestolpert, die hier irgendwo den Parkplatz abgrenzen. Das ist ja auch ein bisschen mau. Man hätte ja wenigstens ein bisschen Leuchteband rumkleben können eigentlich. Ja, also ich meine, ich halt die Kamera jetzt auf mich, das sieht keiner, weil es ist dunkel, wie du von hinten sehen wirst. Ja, selbst du bist dunkel. Schöner warst du noch nie im Video. Danke. Oh, es wäre Licht. Weil du den ganzen Tag noch nichts getan hast. Ja, das stimmt. Bist du einmal in der frischen Luft, wirst du doch gleich müde. Ja, ist das los? Das Winter ist praktisch. Nehmen wir nach vorne auf, das Meer zu sehen. Das Meer zu sehen. Nimmst du auf? Ja, aber das macht eigentlich, das ist im Zweifel weg. Nur falls was da ist, kein Grit. Ach so. Also im Zweifel landet das draußen, keine Angst. Ich nehme höchstwahrscheinlich immer auf, du musst immer damit rechnen, dass ich aufnehme. Ja, ich weiß, ich frage aber so blöd. So mal nebenbei. Die haben ja alle kaputte Lichter. Der hat schon wieder ein defektes Licht. Das ist ja, oder? Das ist ja. Aber bei dem wird die andere Seite. Kaputte Fahrzeugbeleuchtung ist übrigens der Trend im Tuning für 2016. Ja, da ist die Polizei ganz vorne, ich habe es bei 15 schon gemerkt. Ein Video, hast du wahrscheinlich gesehen, oder? Ja. War schön. Nee? Wir laufen da morgens. Wallis habe ich gesehen. Wallis gesehen. Sehr gute Antwort. Sieh alles.
muss ja schließlich jeden Tag mein Protokoll für die NSE schreiben. Wollen die nicht selber gucken? Nein, die wollen das nicht sehen. Die haben mich, die bezahlen mich dafür. Die verstehen das nicht, musst du übersetzen. Ja, genau. Die verstehen das nicht. Ich auch nicht. Ja, auf Englisch drucken würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Wahrscheinlich schon. Ja, da wärst du so the nice German guy. The nice German guy who vlogs every day from the island of Usedom. Nice hat mir jetzt gefallen. Ja, die Amis sind alle noch hässlicher. Nein, sind sie nicht, ganz nette Menschen alles. Ach, hier sind wir schon. Na, wir gehen ja schnell. Mensch, wie kurz manche Wege sind, wenn es einfach nur dunkel ist. Ist ja auch schön. Das sind so gleich viel angenehmer, die Wege. Ja. Kann ich die drin lassen? Was? Na, mit dem sind so gleich viel angenehmer, die Wege und so. Natürlich. Nicht, dass es wieder heißt, wir meckern. Oder ich bin ja derjenige, der immer meckert. Du bist ja der olle Meckerkopf. Ja. Der Meckerrand. Meckerrand ist so schön. Ja, der Absatz ist hoch, ich muss hier langsam rauf. Ah, das ist ein doofer Absatz. Ich hätte den ja auch erst durchgelassen und hätte dann LKW-Style ausgeholt. Das finde ich immer schön, wenn manche Leute so rumfahren. Und denken, sie hätten einen Doppelstockbus. Ja, und ausholen, als würden sie LKW oder Bus fahren. Ach, Mensch. Ja, muss wieder dunkel. Ja. Apropos dunkel. Ich glaube, die Beleuchtung an der Treppe da oben mehr, oder? Hm? Die zu der Sache hier geht. Mhm. Ich glaube, die ist schon so lange kaputt, wie ich hier wohne. Ich kann mich daran erinnern, dass sie jemals heil war. Ja. Na doch, irgendwann war sie mal heil, aber nur für Sekunden. Wahrscheinlich, ja. So ein Part der D-Max-Serie. Ich muss mal die Kamera tragen, ich muss mal nach Post gucken. Hier nimmt man auf. Was der Herr Thiel ist, der geht jetzt an seinen Postkasten gucken, wie man sieht. Da war ich nämlich auch noch nicht dran heute. Aber ist auch nichts drin. Aber keine Post ist besser als rechnen. Genau, keine Post ist gute Post. Du wirst im heutigen Vlog irgendwie so 10 Minuten lang schwarzen Bildschirm haben. Ich muss mir nur so einfallen lassen, weil ich dann noch rüber lebe. Das ist heute eher so ein Podcast, den wir machen. Oh, Licht. Hallo. Ich wollte schon immer meinen eigenen Kameramann haben. Genau. Und einen auch noch, der zu blöd dazu ist eigentlich. Quatsch, musst du nur halten. Mach doch alles alleine. Ja, dann bin ich eher so ein außer fokussiert. Bin ich eher so ein verfressenes Stativ, ja, das kann natürlich dann sein. Huch. Und da, Licht an. Das wirklich Schlimme an der Sache ist ja, dass bei dem Wetter grundsätzlich immer meine Brillengläser beschlagen. Das Problem hast nicht nur du. Wie man sieht. Ach ja. Wie mache ich ihn denn aus bei dir hier? Oben bei Stadtstadt. Wo? Hier, da. Ach, da. So, Jens ist wieder los. Er hat noch eine Verpflichtung heute. Konnte heute nicht länger bleiben. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich habe noch nichts geschafft heute. Ich habe gar nichts geschafft heute. Ja, meine Wäsche liegt immer noch rum. Die muss ich auf jeden Fall machen heute noch. Also, das geht so nicht. Dann müsste ich auch irgendwie noch was zu essen suchen. Meine Kühlschrank ist leer. Da. Nichts drin. Von dem ollen Weinwerk nicht satt. Ein Becher Rama kann ich auch nicht essen. Also muss ich mir noch irgendwas überlegen. Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich essen möchte. Dann muss ich mir also noch mal überlegen und dann muss ich einkaufen gehen. Weil das sollte ich aber auch bald machen. Das ist nämlich auch schon wieder 6:45. Gut, also überlege ich mir erstmal, was ich mir zu essen hole. Leergut steht auch noch rum, aber das mache ich morgen. Also ich springe jetzt nicht ins Auto. Das Leergut muss ich nämlich woanders abgeben. Ich kann ich hier beim Netto nicht abgeben. Ich war zu essen krieg beim Netto, aber also, naja. Ich werde mir jetzt was überlegen. Ich weiß immer noch nicht so recht, was ich essen werde. Aber der Hunger wird langsam größer. Also habe ich mir überlegt, ist es besser, dass ich gleich zum Supermarkt gehe und mir was zu essen hole.
bevor der Hunger so groß ist, dass die Augen mehr sehen, als der Magen und der Geldbeutel überhaupt vertragen kann und ich einen Großeinkauf starte. Vielleicht sollte ich einen Eintopf kochen. Da kann ich morgen auch noch was von essen. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ist ja auch schon ein bisschen Tradition, wenn ich frei habe, irgendwie so einen Eintopf zu kochen. Naja, wie auch immer. Also gehe jetzt mal zum Supermarkt und schau, was ich mitnehme. Ja, was ist da rausgekommen, der Netto? Kaum noch Obst und Gemüse, da Suppengrün war nicht mehr. Nur hat mir eine große Tüte Karotten und einen Sellerie mitgenommen. Was ist denn das für ein Ton, Alter? Weiß ich nicht, hat sich angehört wie Niesen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Sehr merkwürdig. Also Karotten und Sellerie habe ich mir mitgenommen. Und Bohnen habe ich noch hier. Weiße Bohnen. Mal einen kleinen Eintopf. Apropos Niesen. Kennt ihr das, wenn Leute so niesen und aber nicht normal niesen, dass sie so Pitsch machen oder wie auch immer sich das dann anhört, sondern ihr Nieser noch rausschreien. Also so möchte ich das nicht nachmachen. Außer so ich schon hellhörig und wohnen irgendwie auch nur noch Assis. Naja, wie auch immer. Also die schreien wirklich das Niesen heraus, weil sie im Mittelpunkt stehen wollen, weil sie auf sich aufmerksam machen wollen oder keine Ahnung. Also wirklich so, dass auch jeder den Nieser mitbekommt. Ja, ich rufe jetzt noch bei meinen Eltern an, koche nebenbei die Suppe und muss definitiv noch die Wäsche wegräumen. Also das mache ich heute noch. Und dann setze ich mir ein Video schneiden. Also das war's für heute. Sehr langweiliger Vlog. Wenn so kalt ist, geht nicht laufen. Das ist... Eigentlich wäre ich heute gerne laufen gegangen, aber es ist mir echt zu kalt. Bei minus 10 Grad geht nicht laufen. Daher helfen auch meine Thermolaufklamotten nicht mehr so viel, glaube ich. Und naja, ich möchte mir erstens nichts wegholen und so wirklich gesund ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Naja, wie auch immer, ist also Schluss für heute jetzt hier. Und deswegen sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.